Herzlich willkommen zu diesem Video über Salicin. In dem Video geht es über die Herkunft, die Verwendung und die Biosynthese des Salicins. Salicin ist das Glykosid des Salicylalkohols. Es kann vor allem aus Weidengewächsen und deren Rinde isoliert werden. Salicin erreichte seine Berühmtheit als natürlicher Vorläufer des Medikamentes Acetylsalicylsäure, welches als Aspirin Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Markt kam. Das Aglykon des Salicin, der Salicylalkohol, ist ein monosubstituiertes Phenolderivat. Er ist wie Salicin aufgrund seiner Hydrophilie gut wasserlöslich. Salicylalkohol dringt keine stereochemische Information. Zur Herkunft des Salicins. Die Weiden aus der Familie der Weidengewächse umfassen insgesamt 450 bekannte Arten. Diese erstrecken sich über weite Bereiche der nördlichen Erde, sind aber auch in gemäßigten Zonen des Südens beheimatet. Innerhalb der Gattung gibt es große Unterschiede in ihrer Größe, in ihrem Wachstumsverhalten und ihrer Blattform. Neben der Nutzung für Weidenkörbe und als Holzrohstoff kann der Teeraufguss der Weidenrinde als fiebersenkendes und schmerzlinderndes Medikament eingesetzt werden. Jedoch sind dafür nur wenige Weidenarten geeignet, die einen hohen Anteil an Salicin und dessen Derivate enthält. Und so kommen wir zur Wirkung. Im antiken Griechenland wurde Weiderindenextrakt als Schmerzmittel und gegen Fieber eingesetzt. Ende des 19. Jahrhunderts erkannte man die Wirkung der Salicylsäure des Hauptmetaboliten des Salicins im Körper und synthetisierte diesen im Großmaßstab. Im Vergleich dazu die Acetylsalicylsäure. Acetylsalicylsäure ist die Säure des Salicylalkohols, das bedeutet, man hat hier eine COOH-Gruppe und zudem ist die freie OH-Gruppe acetalisiert. So kommt auch der Name Acetylsalicylsäure zustande. Schaut man nun auf molekularer Ebene, was im Körper passiert, so gibt es einen Unterschied zwischen dem Weiderindenextrakt und der Acetylsalicylsäure. Beim Weidenrindenextrakt, also dem Glykosid, wird zuerst das Glykosid abgespalten. Das passiert schon im Darm und man hält den Salicylalkohol. Der Salicylalkohol selbst ist auch noch nicht bioaktiv und wird weiter im Körper umgesetzt. Hier der Salicylalkohol mit zwei OH-Gruppen, quasi das Aglykon des Salicins. In der Leber geht es jetzt weiter und dort wird der freie Alkohol in benzylischer Position oxidiert zur Salicylsäure. Diese Salicylsäure ist jetzt das bioaktive Molekül. Man kennt das auch von anderen Molekülen, die erst im Körper zu ihrem bioaktiven Molekül umgelagert werden. So, was passiert jetzt? Die Cyclooxygenase ist ein wichtiges Enzym im Körper, welches verantwortlich ist für die Prostaglandinsynthese. Prostaglandine steuern Entzündungen, hat also etwas mit Entzündungshemmung zu tun und auch Entzündungen, die entstehen. Und diese Salicylsäure hemmt jetzt die Cyclooxygenase und damit ist die Prostaglandinsynthese eingeschränkt. Acetylsalicylsäure hingegen wirkt stärker. Im Endeffekt hat man jetzt auch herausgefunden, dass die eigentliche Wirkung von Salicylsäure nicht so stark sein kann, um die Wirkung zu erklären, die sie hat. Man geht daher davon aus, dass pflanzliche Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Flavonoide eine Nebenwirkung haben, ohne die das Weidenrindenextrakt nicht wirken würde. Eine reine Gabe von Salicylsäure ist nicht bioaktiv. Die Acetylsalicylsäure, also die acetalisierte Salicylsäure, arbeitet so, dass die Cyclooxygenase acetyliert wird. Und das führt dazu, dass sie nicht nur gehemmt wird, sondern deaktiviert. Und damit ist auch die Prostaglandinsynthese gestoppt. Der Unterschied also zwischen der Acetylsalicylsäure
und der Salicylsäure ist die Wirkung. Man braucht viel weniger Acetylsalicylsäure im Blut, damit die Wirkung der Entzündungshemmung eintritt. Kommen wir nur zur Biosynthese. Der Biosyntheseweg startet bei einer Aminosäure. Es gibt viele aromatische Aminosäuren, aber nur eine, wie ihr euch vorstellen könnt, die dafür gut ist, und das ist hier das Phenylalanin. Phenylalanin hat den Phenol oder hier noch den Benzylring und die Säure und das Amin wie jede Aminosäure. Phenylalanin wird nun im ersten Schritt desaminiert. Bei dieser Desaminierung tritt hier die Doppelbindung auf. Und auch dieses Molekül ist eigentlich bekannt, das ist die Zimtsäure. Hier ist die neue Doppelbindung. Die Zimtsäure wird nun weiter umgesetzt und wir erhalten unser Grundgerüst. Hier, die Säure bleibt erstmal an Ort und Stelle. Nun wird aber hier in dieser Position ein weiterer Alkohol eingeführt. Jetzt haben wir unser Grundgerüst und jetzt müssen wir oben den Zimtsäurerest abbauen. Das passiert im nächsten Schritt und man enthält hier nicht die Säure, den Ester oder den Aldehyd, sondern das gebundene Coenzym A, also einen aktivierten Ester. Dieser kann dann enzymatisch weiter umgesetzt werden. Und er wird dann weiter reduziert, aber nicht direkt zum Alkohol, sondern zum Aldehyd. Der Alkohol unten bleibt in seiner Position. In diesem Schritt folgt jetzt nicht die weitere Reduktion zum Alkohol, sondern es folgt erstmal die Glykosidierung und die Glucose wird an das Molekül gemacht. Was passiert sehr oft bei Naturstoffen, dass sich die Glykoside bilden? Hier haben wir jetzt das Glykosid. Natürlich ist oben nicht die Säure, sondern immer noch der Aldehyd. Und im letzten Schritt wird jetzt der Aldehyd reduziert und wir erhalten den Alkohol. Und wenn wir den Alkohol erhalten haben, haben wir auch das Salicin erhalten. Neben dem Salicin gibt es im Übrigen im Wein, der Weinrinde noch andere Derivate, die dann im Körper zur Salicylsäure umgesetzt werden. Ja, soviel erstmal zum Salicin. Bei weiteren Fragen könnt ihr auch gerne den Link unten anklicken und im Naturstoffwiki gibt es noch mehr Informationen. Vielen Dank.